Ja, und weiter geht es mit einer fast schon Lieblingssendung hier, jedenfalls laut Zuschauer, wenn es darum geht. Nämlich nach der Technik kommt bei uns Folgendes, nämlich die Uhren. Die laufen wie die Hölle. Und ich weiß auch warum. Denn die sehen zum einen sehr hochwertig aus, kann man fast schon mit den Mitbewerbern gut vergleichen, aber sie kosten auch wirklich nicht viel, fast zu bekommen für einen Apfel und ein Ei, und wirklich die Qualität ist der Wahnsinn. Der Kai, der grinst schon über beide Ohren, weil stimmt, es geht nämlich heute nicht um die Frauenuhren, sondern um die Männeruhren, und das ist eine ganz besondere Männeruhr, ne? Ja, also als erstes Mal. Diese Uhr ist preislich wegen einiger Materialdinge so interessant, die ich sonst für den Preis überhaupt nicht bekommen kann. Und wir sprechen hier mal ganz klar von Titan. Titan, ja. Titan ist eins der leichtesten Edelmetalle überhaupt. Super hart, super robust. Ja. Und ein Großteil unserer Applikationen hier, wie zum Beispiel auch der komplette Ring rundherum, sind hier aus echtem Titan gemacht. Und das ist der absolute Knaller. Ja. Also die sieht mal extrem maskulin aus, auch so ein bisschen kühl. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das sind warme Elemente, das ist sehr feminin. Das ist wirklich eine richtig maskuline, kühle Uhr. Und wo man auch durchaus sagen kann, die trage ich jetzt mal eben zum Anzug. Aber auch natürlich für den Freizeitlook ganz bequem. So wie du auch heute, Leger Jeans und Turnschuhe, ne? Genau, also Tatsache ist, dass das eine Uhr ist, die sehr kühl wirkt. Und das ist aber beabsichtigt. Erstens mal die Titanelemente, die drauf sind. Und zweitens, was ich so mag, das hat so ein bisschen was mit Rennsport zu tun, stimmt, das Carbon-Ziffernblatt. Und das sieht natürlich ultra geil aus. Das kann man gar nicht anders beschreiben als so. Ja. Schöne große Krone, natürlich auch Datumsanzeige mit drauf. Ja. Und das wirkt so richtig dreidimensional innen drin. Man sieht es auch, wir haben die Zeiger außenrum, besser gesagt hier die Ziffern außenrum, die arabischen, sind eben wirklich in so einem erhabenen Bereich mit dabei. Du siehst es ja, das geht richtig tief rein aufs Ziffernblatt. Ja. Und wenn ich das jetzt mal schräg halte, sieht man das richtig, wie dick die Uhr eigentlich ist. Stimmt, ja. Und das ist ultra schön. Ja. Ich drehe die Uhr auch noch mal ein bisschen, denn nicht nur das Ziffernblatt ist ultra schön, sondern auch das Lederarmband. Das ist echtes Leder, ja? Ganz genau. Wow, ich überlege nur gerade für den Preis, wie kann das echtes Leder sein, echtes Titan? Das ist doch der Hammer, das ist doch fast nicht möglich. Das ist genau der Punkt, und da war ich am Anfang auch überrascht. Die Uhr kostet normalerweise knapp 240 Euro. Ja. Und das ist auch schon günstig für die Elemente, die hier mit dran sind. Toll finde ich eben, dass auf dem Lederarmband das erstens mal so ganz leicht perforiert ist und wir zweitens diese Ziernaht noch mit drin haben, die weiße. Das macht es eben auch noch mal so, stimmt, das ist so ein klassischer Motorsport-Chronograph eigentlich. So ein bisschen Jeans-Look durch diese Naht, ne, die man hier genau, so ein bisschen sieht. Also schon auch sehr robust gehalten, aber trotzdem das Ziffernblatt. Also hat zwar viele Extras, aber trotzdem noch sehr schlicht vom Design her. Ne? Also es ist wunderschön gemacht, und vor allem haben wir ein großes Chronoauge auf der 9. Und das sieht man hier wunderbar. Und da wird uns eben auch noch ganz klassisch der Tag angezeigt, welcher Tag sein soll. Und das richtig sportliche Element finde ich eigentlich hier den kleinen roten Zeiger für die Tagesanzeige und natürlich unseren Sekundenzeiger, der in Rot ist. Und das macht das auch noch ein bisschen peppig. Die Uhr ist absolut zeitlos, muss man wirklich sagen. Ja, definitiv. Und es gibt einige wirklich teure Uhrenhersteller, die für solche Uhren schlanke 4.000, 4.500, 6.000 Euro aufrufen. Auch die verwenden Titan. Auch die haben ein vernünftiges Laufwerk drin, wir auch. Aber wir bieten die Uhr für unter 100 Euro an. Ja. Das ist wirklich ein wahnsinniger Preis, vor allen Dingen, wenn man überlegt, was die noch alles kann. Wir reden ja hier auch von sehr robust. Wie ist es eigentlich, wenn es jetzt mal eben anfängt, kurz zu regnen? Tut das was der Uhr ab? Oder? Überhaupt nicht. 5 Atmosphären, das bedeutet also beim Duschen überhaupt kein Problem. Ich persönlich, mir wird das Herz brechen, so eine Uhr beim Duschen noch zu verwenden, ja, mit das Lederarmband. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber es ist möglich. Gesetzt den Fall mal beim Segeln irgendwie draußen im Urlaub. Man wird von einem Regenschauer überrascht, überhaupt kein Problem. Das macht der Uhr gar nichts. Einfach nachher abwischen, trocken machen und die ganze Sache läuft weiter. Ja. Und nun ist es ja auch so, Titan ist ja auch ein sehr hochwertiges Material, vor allem für alle Allergiker auch. Ne? Das Ganze besteht ja nicht aus Nickel, weil viele oder sehr viel Modeschmuck hat ja diesen Nickelanteil, wo natürlich auch viele Allergiker sagen, oh, da lasse ich lieber die Finger von. Auch hier ist wirklich, liebe Allergiker, bitte greifen Sie hier zu, weil das ist gar kein Problem. Also interessant ist ja, dass Titan zum Beispiel in Bereichen eingesetzt wird, wo ganz wenig Gewicht, aber auch Stabilität zum Tragen kommt. Das ist zum Beispiel erstens mal im Motorenbau. Auch da werden jetzt zum Beispiel Pleuel, all diese Dinge schon mit Titan verarbeitet, weil die eben sehr leicht sind von der Masse und trotzdem hart. Dann natürlich in der Chirurgie. Hüftgelenke, Kniegelenke heute, alles sehr viel Titan mit drin. Und das zeigt eigentlich, wie ultra hart Titan und wie leicht es einfach ist. Und dass sich diese Elemente, man muss mal überlegen, wie teuer Titan normalerweise ist. Ja, ist wirklich so. Fahrradrahmen, der absolute Kult aus komplett Titan. Ne? Wäre jetzt mal wieder meine Ecke. Also ganz schön. Und hier haben wir eben wunderschön hier den kompletten Bereich
komplett aus Titan gemacht und die Uhr ist einfach sau stark vom Aussehen. Ich meine, weil du gerade auch sagst wegen Preis, wir können ja ruhig mit offenen Karten spielen. Empfohlener Verkaufspreis 239,90 €. Ja. Also wäre jetzt nichts für mich, so eine teure Uhr, weil wie gesagt, eine Uhr muss bei mir robust sein, die muss ein bisschen was aushalten, weil wenn ich schon so viel Geld ausgebe, also ja, dann muss ich auch einiges mitmachen, aber du, für 99,90 € kaufe ich die auf jeden Fall. Dreidimensional vom Zifferblatt, hier sieht man es so schön. Das ist wirklich, die Uhr hat richtig Masse, wenn du die am Arm hast. Oh, ist ja sehr leicht durch das Titan. Und was ich auch sehr schön finde, wir haben natürlich eine Butterfly-Schließe. Und die ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Das heißt, wenn ich die Uhr jetzt aufmache. Oh, das täuscht nur. Ich dachte echt, das ist ein Dornverschluss. Ganz genau. Es sieht eigentlich nach einem normalen Riemchenverschluss aus, aber ich habe einen Doppel-Butterfly. So, das bedeutet einmal zuklipsen hier. Ja. Zweimal zuklipsen. Und dann aber trotzdem vom Effekt her, als ob ich normale Dornenschließe hätte und kann dadurch mein Armband hier noch mit den Ringen sichern. Das ist natürlich richtig klug gemacht, du, ne? Das ist ja eigentlich auch nochmal ein zusätzlicher Schutz. Also nicht nur, dass ganz es raffiniert ist, sondern auch ein zusätzlicher Schutz, falls die Fallschließe jetzt mal aufgeht, dass natürlich die Uhr nicht gleich vom Handgelenk auch abfallen kann. Ganz genau so ist es. Dann haben wir natürlich hier hinten wunderschön unsere langen Leonhard-Zeitinstrumente, wie ich sie immer nenne, steht ja auch hinten drauf. Man sieht noch hier ganz massiv, wirklich hier auch aus Stahl gemacht, die Rückwand, also unser Boden sozusagen. Wenn Sie sich wundern, was diese Löcher hier sollen, das ist für diese speziellen Zangen, damit ich den Boden eben nachher auf- und zudrehen kann, damit er genau wieder das Drehmoment kriegt, dass er eben bei 5 Atmosphären Wasserdichtigkeit bleibt. Okay, wow. Also das ist wirklich auch ein schönes Geschenk. Wenn Sie wissen, jemand hat demnächst Geburtstag, ist sowieso ein Uhrenfetischist, sammelt Uhren jeglicher Art und natürlich auch jeglicher Preiskategorie. Diese Uhr sieht man nicht an, dass sie 99,90 € kosten soll. Definitiv nicht, ne? Nein, definitiv nicht. Artikelnummer? Nein? Hau raus, okay, Artikelnummer hau ich jetzt raus. NC7255 und die 569. Nur falls Sie sagen sollten, ja, die will ich unbedingt haben, aber jetzt mal her mit der Artikelnummer. So, hier am Arm. Absoluter Knüller. Sieht fantastisch aus für sportlich bis abends eben auch mit dem Anzug. Du hast völlig recht, weil die eben dieses kühle Technische auch aufnehmen. Passt super zu einem schwarzen Anzug, ein Einreiher, weißes Hemd dazu, eine passende Krawatte und ein absoluter Blickfang. Und wie gesagt nochmal, für unter 100 € ist das ein absoluter Knaller, weil ich echtes Titan, Carbon hier auf dem Ziffernblatt habe und eben dieses Dreidimensionale. Ich zeige es jetzt nochmal. Hier ist es jetzt schön zu sehen, dass man hier wirklich sieht, wie tief die Uhr eigentlich bis ins Zifferblatt reingeht. Hat so ein bisschen was von einer Linealoptik, ne? An der Seite auch nochmal mit diesen kleinen Sekundenstrichen oder Minutenstrichen ist es ja viel mehr. Auch natürlich noch dann die Datumsanzeige, worauf ich auch besonders Wert lege. Wenn ich mir eine Uhr kaufe, dann muss sie auf jeden Fall eine Datumsanzeige haben, weil wenn man mal eben schnell wissen will, welches Datum ist, bevor man das Handy rausgekramert hat, da geht es doch so viel schneller. Messen wir mal, oder? So, messen wir mal und wir haben hier tatsächlich 45 mm im Durchmesser. Das heißt, eine richtig große Uhr. Übrigens auch Damen stehen ja auf große Uhren. Ja. Also auch für eine Frau sicherlich mal ganz stylisch. Einen technischen Herren Chronographen am Arm zu haben. Also wie gesagt, eine Herrenuhr ist ja kein Chronograph, sondern eine Herrenuhr. Und das mit 45 mm ist natürlich schon der Hammer. Die ist auch richtig massiv, 14 mm stark. Wenn ich jetzt mal so mache, sieht man es auch richtig gut. Mhm. Also die ist richtig, richtig massive Uhr. Schauen Sie sich das mal an. Sieht ultra geil aus. Hier, wie gesagt, die Ziernaht mit drauf, das leicht perforierte Lederarmband. Ja. Das ist ein absoluter Knüller und das ist ein Hingucker. Also das ist eine der Uhren, die wir übrigens nicht so oft vorgestellt haben, was mich eigentlich wundert. Deswegen haben wir jetzt extra mal eine Sondersendung für die Uhr hier gemacht, weil die natürlich auch ihre Liebhaber und ihre neuen Herrchen und vielleicht auch Frauchen finden soll. Ne? Und die besticht natürlich nicht nur zum einen durch den Preis, sondern auch die hochwertig verarbeiteten Materialien. Genau. Also wenn man dann wirklich mal Preise vergleicht mit diesen Materialien, also im zweistelligen Bereich eigentlich schon fast nicht mehr machbar. Und wir legen da wirklich großen Wert drauf, dass wir sagen, okay, die Kunden, die Zuschauer sollen hochwertige Sachen bekommen, aber natürlich auch noch einigermaßen bezahlbar. Ja, natürlich. Und das ist eben wieder unser Preis-Fairness. Die Situation, die wir hier haben, weil bei Pearl TV kriegt man einfach Produkte, die absolut top verarbeitet sind, zu ganz anderen Konditionen, weil wir eben bei den Herstellern in großen Stückzahlen direkt einkaufen und den sogenannten Fachhandelskurs sozusagen nicht mitzahlen müssen. Also normalerweise Fachhandel 240 €, völlig normal für die Uhr. Ich hätte es auch auf 350, 400 € angesetzt. Ja, definitiv. Also wenn man das so sieht, auch was man hört, die Materialien, das ist natürlich durchaus einiges mehr wert. So, NC 7255 und die 569. Das ist die Artikelnummer für unsere sportliche Herrenuhr aus einem Titan-Carbon. Die ist wirklich schnörkellos, die besticht wirklich alleine durch ihre Optik, aber natürlich auch in dem, was sie kann und aus den hochwertigen Materialien. Und die
bekommen Sie ganz einfach unter der 0180 51 51 und 3x2. Oder wenn Sie sagen, ach, ich mache das gleich bequem aus vom Sofa im Internet, dann einfach unter www.pearl.tv und bestellen. Ganz genau. Und das Tolle ist, dass die Faltschließe, hier die Butterfly, eben auch aus Titan sind. Ran ans Telefon, sichern Sie sich einen der letzten, viel haben wir nicht mehr da. Viel Spaß mit der Uhr.